Guten Abend. Alles klar, dann geht's. Schauen wir uns als erstes mal das Ergebnis der Umfrage an. Da sind ganz, ganz großartige Vorschläge zusammengekommen. Und es haben, diesmal sogar verhältnismäßig eindeutig, weil sonst was knapper, Spitze Buntstifte haben gewonnen. Wir finden Spitze Buntstifte? Ja, jetzt noch nicht sofort, da schauen wir gleich mal. Aha. Das waren die Sachen. Aber ein Dosenöffner wäre nicht schlecht für die Konservendose. Aber spitze Stifte sind doch... Die kriegen wir nie auf. Ja, das ist erfahrungswert. Und die spitzen Stifte bringen uns gar nichts. Also, ihr steht jetzt immer noch mitten auf der Straße. Ihr habt quasi gerade den Kampf wirklich relativ solide gemeistert. So. Also ihr seid alle stolz auf euch. Ich würde mal sagen, auf die nächsten Proben kriegt ihr immer plus eins erstmal für so ein paar Stunden. Weil ihr seid schon echt zufrieden mit euch. Es ging wirklich relativ zackig. Ja. Also Ego ist gepusht. Außer deins. Ja. Aber gut. Ich habe ja dafür eine Waffe. Das pusht mein Ego auch. Okay, stimmt. Das also, auch plus eins. Wir haben immerhin... zwei Zombies getötet, eine Waffe gefunden. Trotzdem bleiben wir dabei, wir sind auf dem Weg zum Werkzeugladen. Mhm. Und machen uns weiter Richtung Werkzeugladen auf. Also, redest du mit mir oder? Wir machen uns weiter auf. Erinnert ihr euch? Das war ja der Plan. Das ist korrekt. Ja. Werkzeugladen. Und so marschieren sie. So. Also, wollt ihr weitergehen zum Werkzeugladen? Ja, klar. Ja, natürlich. Okay, alles gut. Ja, muss ja nicht immer hinterfragen, wenn Stanley Bolz was sagt. Ihr geht also weiter die Straße entlang und kommt auch relativ zügig schon zu der Ecke, wo ihr abbiegen müsst Richtung Werkzeugladen. Das passiert. Da schauen wir um die Ecke. Es ist einfach nur die Straßenecke. Ihr könnt quasi geradeaus wird es weiter, zumindest nachdem wie er es euch beschrieben hat, wird es weiter zu der Garage gehen. Rechts abgeht die Straße eben und auf der Seite soll dann auf der linken Seite relativ bald der Werkzeugladen kommen. Mhm. Ihr hört immer wieder vereinzelt also Trauernde und auch Schreie und ihr habt so ab und zu auch mal Leute wirklich vorbeihuschen sehen oder so. Mhm. Aber wir haben ja Stanley. Menschen und ihr könnt es teilweise nicht ausmachen. Es waren auf jeden Fall teilweise auch Kinder dabei. Also ihr habt mindestens einmal ein Kind laufen sehen. Das schaffen wir. Glaube ich auch. Also ihr biegt weiter ab und ihr kommt am Werkzeugladen an. Ihr steht also vorm Werkzeugladen. Da freut sich Schmorf. Der Werkzeugladen. Guckt sich all die Werkzeuge an. Der Werkzeugladen ist, sieht aus, als wäre er aus quasi zwei Containern zusammengebaut. Er hat aber vorne eine vernünftige Eingangstür, er hat Fenster an der Frontseite, hat so eine kleine Vorveranda sozusagen, also so einen kleinen Vorbau, wo ein paar Stühle stehen. Es ist niemand zu sehen bisher. Sehr gut. Ich versuche reinzugehen. Einfach so, ohne umzusehen. Und die Tür ist zu. Sie ist verschlossen. Ich versuche, die Tür aufzumachen. Wie? Einfach rütteln oder? Auftreten. Also. Mit Kampfsport. Oh, da kannst du ja alles brechen, ey. Mit Kampfsport. Kick. Warum nicht einfach mal Schloss knacken? Wir haben doch einen Schraubenschlüssel. Der Schraubenzieher. Ist ja nur eine Idee, Entschuldigung. Schmorf? Ah, fuck. Finde ich smart, den Vorschlag. Darf ich dich kurz unterbrechen, Zacharias, bevor du dir dein Bein brichst? Ja. Soll ich da nicht versuchen, das Schloss zu knacken mit meinem Schraubenzieher? Gute Idee, weil eventuell gibt es ja eine Alarmanlage und das ist gefährlich. Also eines meiner Hobbys ist Schlösser knacken. Es gibt aber keinen Strom mehr. Dann nimm doch meinen Schraubenzieher-Schmorf und versuch, das Schloss zu knacken. Hier. Plus eins auf. Achtung, da ist noch ein bisschen Blut dran. Okay. So, Schmorf. Nix. Ich bin beleidigt, ich wollte was Nettes sagen. Zieh das zurück. Ja. Also möchtest das Schloss knacken? Ich versuche das Schloss zu knacken. Das ist ja eine völlig normale Annahme. Sonst könnte Nils mit seiner neu gewonnenen Pistole das Schloss aufschießen. Schlösser knacken ist bei mir 5. Geschicklichkeit, Intelligenz. Ja, aber dank relativ brauchbaren Schraubenziehern ist es wirklich kein kompliziertes Schloss. So. Ja, okay, komm. 8 erleichtert. Also es ist 8 erleichtert? Das hättest auch du machen können. Tatsächlich. Dann gibt ich würfel 1. Eins. Es geht mehr als nur auf. Ja, nee, weiter. Erstmal alle. Es sinkt. Spuckt noch ein paar Gegenstände aus. 9. Easy. Ah, 13 geht noch. Ja, ausgleichen. Cool. Alles klar, es klingt knack. Knick. Nice. Hier haben Sie Ihren Schraubenzieher zurück. Ich habe ihn sauber gemacht. Aufmerksam. Dankeschön. An Herrn Röder. Vielen Dank, dass Sie ihn zurückgeben. Was sehen wir? Ein Werkzeugladen. Ja. Es gelingt dir, die Tür zu öffnen. Also, Moment, ich muss erstmal weiter. Schmorfs Augen sind schon ein bisschen Tränen erfüllt. Im Werkzeugladen ist es ruhig. Alles. Achso, Entschuldigung. Die Regale sind leer. Es war wohl schon jemand hier. Scheiße. Nur vereinzelt liegen Schrauben herum. Ah, gut. Das ist gut, die können wir mit dem Schraubenzieher bearbeiten. Also, das Einzige, was wir. Also, lass uns noch mal in den Laden reingehen und einfach, ich würde sagen, durchsuchen wir mal den Laden nach brauchbaren Gegenständen. Das ist ein guter Vorschlag. Ich würde gerne alle Schrauben mitnehmen. Ich glaube wirklich, dass man noch was bauen kann irgendwann. Okay, du sammelst die Schrauben ein. Hubschrauber zum Beispiel. Das finde ich gut, weil du bist eh der Mechaniker, ne? Schrauben, wir haben eine Karte mit Nägel, das kommt aufs Gleiche raus jetzt erstmal. Nee, es kommt nicht aufs Gleiche raus. Und ihr erhaltet 5 Karten der Rarität 2. Rarität 2, yes! 1,
2. Mache Nagel 3, rein, Nagel 4, hält fiese Monster raus. Sagen hey, danke, Nagel. Hier haben wir angefangen. Danke. Ey, wenn ich noch alle, ich hab so viel Wasser, ich hast muss die ganze Zeit Wasser pinkeln. Ey, apropos Shit, wir haben... Ich werf den Scheiß schon weg, weil ey, ich nicht hast brauche. Du die Wasserflasche, die du nach dem Zombie geworfen hast, aufgesammelt eigentlich? Nee, hab ich leider vergessen. Die ist auch kaputt gegangen, weil was der Treffer so gut war. Ich hatte was habt ihr gefunden? Nägel und Wasser. Wenn du nicht so gut getroffen hättest, wäre sie heil geblieben. Ich hab Pistole. Halt voll Schmackes. Volle, ja. Nein, Klebeband. Du hast auch Klebeband. Was hast du bekommen? Wasser und Nägel. Ich hab 2 Meter Klebeband. Gibt's da irgendwo eine Kasse? Das ist gut. Ich auch. Kann man du schaust ihm, ja, es steht eine Kasse drauf. Ich gehe zur Kasse und versuche die Kasse zu öffnen. Also um die Kasse rumgehst, ist einfach nur ist nichts mehr da sozusagen. Also das ist okay. Keine Kasse. Also das haben ist wir nur alles, der Rohkörper. Alles, was da ist. Du wolltest gerade bezahlen? Ist da noch irgendwo eine Tür oder so? Nein, eine Hintertür oder irgendwas? Ja, es gibt eine hintere Tür. Das ich gehe da hin okay. Und möchte sie öffnen. Okay, Moment, ich muss mal eben. Wir suchen immer noch nach Teilen für das Auto. Das ist korrekt. Als du zur Tür gehst, fällt dir auf dem Boden noch etwas auf. Ich blicke da hin und sehe. Eine Schachtel Buntstifte. Diese nehme ich. Spitze Buntstifte. Alles klar. Oh, wir haben keine leere Karte mehr. Aber natürlich dürft ihr auch hier wieder eine Karte erstellen. Würden wir uns sogar sehr darüber freuen, denn das habt ja sogar ihr erfunden. Spitze Buntstifte. Soll ich das einfach mal dazu zum Hemd dazu schreiben? Genau. Schreib mal einfach mit auf deine Karte erstmal drauf, dass du noch spitze Buntstifte hast. Spitze Buntstifte. Wie viele sind das denn? Nee, die sind Buntstifte. Ja, ist ein Kasten, 15 Stück. Ja, aber die kann man nicht trennen. Ich hätte gerne welche. Ja, da reden wir später. Die sind in einer schönen Schachtel. Blau und grün. Hab ich nicht. Ausgerechnet, die sind, aus. Ja, schön. Also ich freue mich drüber und gehe weiter zur Tür und horche mal, ob da irgendwas Phase ist. Und wenn nicht, würde ich sie gerne aufmachen. Du hörst nicht. Dann mach ich die auf. Ja, du siehst, also du stehst im Innenhof. Es ist ein großer Zaun, der sozusagen den ganzen Hof abschließt. Du hörst weiterhin Schreie und die typische Geräuschkulisse. Im Garten ist aber nichts außer einem Loch in Grabgröße. Ein oh Gott, Loch in Grabgröße. Ich schlawiner dahin. Es ist leer. Und es ist definitiv ein Grab. Ist es frisch? So, ist die Erde frisch ausgehoben? Verhältnismäßig, ja. Also es ist noch nicht lange so. Also hat jemand ein Grab geschaufelt? Für wen? Wann? Oh das Gott, ist das alles Erdgeschoss? Oder gibt es da ein zweites Geschoss oben? Also zumindest könnt ihr gerade keins ausmachen. Das Einzige, was ihr noch entdeckt, ist, als ihr euch umseht, dass in einer Ecke des Raumes eine Werkbank steht. Ich gehe zur Werkbank. Du stehst vor der Werkbank und es sind Werkzeuge da. Sie sind allerdings mit Metallseilen befestigt. Was sind für Werkzeuge? Es ist alles da, was du quasi so spontan machen kannst. Es ist eine Säge da, ein Hammer ist da. Schraubenzieher, nein, es sind keine elektrischen Werkzeuge. Kann ich irgendwie versuchen, diese Seile zu lösen? Kannst du versuchen, aber... Mit meinem Schraubenzieher, ich will die Säge haben. Ja, aber relativ, schon nach den ersten Versuchen wird dir klar, da kommst du nicht weiter. Bei mir, also es ist ja so eine Art Garten. Was ist da so alles? Gibt es da so irgendwie, was ich, einen Baum? Ja, es steht ein Baum da und es sind auch so ziemlich runtergekommene Blumen. Okay, ich versuche von dem Baum mir einen Ast abzubrechen, der für die Herstellung eines Bogens respektive Pfeile geeignet ist. Okay, wir machen gleich weiter. Jetzt ist erstmal Simon macht gerade, Entschuldigung, Schmorf macht gerade noch gar nichts. Ja, Schmorf guckt sich das alles an. Okay, und nicht sein, nur, weil du musst ja auch die Chance haben, was zu tun. Ja, okay, also der Baum... Wird keinen Ast, der dafür brauchbar ist, hergeben. Es ist eher so eine Art Weide. Die Äste sind alle ungemein dünn. Es gibt einen halbwegs brauchbaren Stamm und der Rest der Äste würde keinen Baum. Sehr enttäuscht von dem Baum, aber kann ich zumindest für Pfeile was davon? Die sind einfach zu dünn, also zu weich, die Äste. Was ist das für ein Baum? Was ist das? Das ist so eine Art Weide. Fucking Kaktus. Ist doch scheißegal, Mann. Hey, ich bin sehr enttäuscht von diesem Baum. Gut, kein Pfeil für mich. Leute, was für Teile müssen wir denn überhaupt holen, damit wir das Auto in Schuss kriegen? Das wissen wir ja nicht, weil wir nicht wissen, was das ist dein Auto fehlt. Das ist mein Warum Auto. Ist dein Auto denn überhaupt teillos? Ja. Aber da kann sich ja in der Zwischenzeit irgendwas ergeben, was er noch gar nicht weiß. Das ist mein Auto. An den Besitzverhältnissen hat sich nichts ergeben. Plötzlich betritt eine Gestalt den Laden. Oh Gott. Sie hält eine Schrotflinte in ihrer Hand, die offensichtlich provisorisch mit einem Kissen als Schalldämpfer versehen ist. Ich flankiere ihn. Ich sag ihm, du bist noch nicht mal, also du siehst die Person noch gar nicht, du bist noch im Garten. Okay, jemand muss mich bitte informieren. Genau. Ich sage, halt, wir sind keine Infizierten. Mir ist scheißegal, wer ihr seid. Ich will meinen Scheiß wieder haben und verschwindet aus meinem Laden. Ich nehme einen der Wasserflaschen. Und wer geht das? In dem Moment, als du in deine Tasche greifst, gibt der sofort einen Warnschuss ab. Ich nehme die Hand wieder raus. Wir sind gerade erst reingekommen. Wir haben hier nichts genommen. Egal, was ihr da habt. Ich habe gesehen, dass ihr hier Schrauben genommen habt. Ich will mindestens die Schrauben haben und ich will meine Buntstifte. Ich leg mich übrigens, ich verstecke mich in dem Grab. Du machst mich wie so oft nützlich. Ich versteck mich in dem Grab. Nee. Und halte die Waffe auf den Eingang gerichtet. Okay.
Ganz ruhig. Das ist eigentlich ganz gut, dass du da draußen bist. Ich gebe das gerne wieder her, weil ich brauche die Nägel eh nicht. Und bitte nehmen Sie doch einfach die Wasserflasche mit. Ja. Ganz ruhig, wir sind alle auf der gleichen Seite. Hier als Zeichen dafür, wir sind menschlich, wir sind cool. Was zur Hölle? Ich habe dieses 2 Meter Klebeband erhalten. Das gebe ich wieder ab. Okay, er nimmt die Gegenstände an sich. Hm. Und er will natürlich auch die Buntstifte haben. Tja. Die hat aber Geronimo. Wo sind meine Buntstifte? Die haben wir nicht, die hat Geronimo. Meine verdammten Buntstifte! Und gib dir mit dem Gewehrkolben richtig einen ins Gesicht. 1W6 plus 3 Schaden. 4, 7. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Röder. Ey, du hast mich vom Dach geschmissen. Wie sieht der Typ aus? Statur etc.? Ja, ich würde sagen, so um die 50. Relativ, relativ solider Typ so. Hat schon breite Schultern. Er sieht nicht so aus, als ob man ihn mal eben aus den Latschen kippen könnte. Tore schickt uns. Tore, ich kenn kein Tore! Tore, der unbekannte Relation zu Susanne! Und gibt auch dir einen ins Gesicht. 1W6 plus 3 Schaden. Susannes Sohn. Ihr liegt jetzt beide am Boden. Kann ich nicht einen Wurf auf Reaktion, Entwaffnung? Nee, also... ja, 5 kommen. Liegen mal beide am Boden. Schaden. Sollen sich die anderen mal bewähren? 8 Schaden. In so einer Stresssituation. Herr Röder, bitte kommen Sie doch bitte an Kasse 1. Zurück. Nee, ich lieg da, ziehe mit meiner Pistole auf den Eingang und warte, dass der Lurch da rauskommt. Du würdest jemanden erschießen? Hier ist noch einer, oder was? Wegen Buntstiften. Er zielt mit dem Gewehr jetzt auf dich. Ey, da kommt ein Typ mit einer fucking Schrotflinte, haut 2 meiner einzigen Freunde auf dieser Welt nieder und du machst mir einen Vorwurf, oder was? Es geht um Buntstifte. Was willst du? Du kannst doch mit Buntstiften nicht mehr anfangen. Röder, hier steht ein Typ mit einer fucking Shotgun. Komm jetzt, der will seine scheiß Buntstifte haben. Der soll herkommen, wenn er was will. Röder, wo ist der Typ? Ey, Röder, mach jetzt keinen Kram, okay, der hat hier eine dicke Waffe vorbei, und ist mit uns. Während er an dir vorbeikommt, stößt er dich so zur Seite, du fällst auch hin und er kommt jetzt hin aus der Tür. 20 Schaden, was? Ja, und ich bin ja in Deckung, ich ziele auf ihn, ich liege ja schön in diesem Grab, schön in diesem mit dem Erdhügel so als Deckung, zack, und schrei ihn an, er soll verdammt nochmal die Flossen hochnehmen und die Waffe fallen lassen. Er drückt sofort ab. Aber er hat eine Schrotflinte, der trifft ja doch nicht. Nö. Also, die Schüsse treffen dich nicht. Aber du kriegst 2W6 geistige Gesundheitsschaden. Ach man, 2W6? Was heißt das? 2 Würfel? 2W6 Würfel kannst du gleichzeitig werfen oder du würfelst zweimal mit dem W6. Rehe schießen nicht zurück, ne? Herr Jäger. 7. So, ja, ich schieße natürlich auch auf den Halunken. Ne? Du kannst doch nicht. Ich ruf noch rüber. Ey, das ist doch Quatsch. Hören Sie doch beide auf zu schießen. Das werden wir sehen, wer hier die Ansage macht. Das ist doch dumm. Du drückst, geistige Gesundheit. Warum hat der Navy SEAL eigentlich nicht die Waffe? Du drückst also ab hier und es passiert gar nichts. Du hast. Da habe ich keine Kugeln da drin. Denn die Waffe ist nicht geladen. Du bist ein Vollidiot. Du bist ein Jäger und hast deine Waffe nicht kontrolliert vorher. Du hast nicht mal in die Waffe geguckt. Alter Jäger! Aber ich habe noch einen Sportwagen. Dann kommt er zu dir, drückt dich so nach unten. Also er drückt wirklich die Waffe auf deine Stirn. Du Würmchen, gibst du jetzt meine Buntstifte? Der Mann hat wirklich Lust auf seine Geronimo, Buntstifte. Möglicherweise ist jetzt der Zeitpunkt, ihm Buntstifte zu geben. Ich sage ihm, ich kann dir diese Buntstifte geben. In dieser Sekunde kassierst du einen Tritt in deine Weichteile. Hä, ich habe ihm gesagt, 1W6 plus 2 Schaden. Er will einfach nur seine Buntstifte. Ich sag, du, ich kann dir die Buntstifte geben, aber ich fummel doch nicht in der Tasche rum. Dann sagst du, er fummelt in der Tasche rum. Er gibt dir eine, weil er holt was raus. Du kannst doch nicht mit dem Wahnsinnigen diskutieren jetzt. 1, 4. Nein. Komisch, dabei hast du dich so vernünftig und nett ihm gegenüber verhalten. Ja. So. Wieso ist der denn so? Was hab ich jetzt verloren? Nein, Gesundheit, nicht geistige Gesundheit. 1W6 plus 2, also 6. Was? 6 hast du verloren. Du hast 4 gewürfelt, oder? 1W6 plus 2. Ab jetzt wirst du zum Korinthenkacker, wo es um meine Gesundheit geht, oder was? Ja, zu Recht. Alter, Geronimo Röder merkt sich das. Ja, aber wie? Gibst du ihm jetzt seine Buntstifte? Ja, ich gebe ihm die Buntstifte und sag ihm noch, mein Herr, ich bin Ihnen stets zu Diensten. Er nimmt sich die Buntstifte und geht wieder von dir weg. Er geht durch. Wie ist der Name, holder Mann? Als er in der Eingangstür, also nicht in der Tür zum Hinterhof steht, sondern in der Eingangstür, dreht er sich um. Ich rufe ihm noch gern geschehen. Ich bin Zocker und das sind meine Buntstifte. Die habe ich von meiner Kleinen bekommen. Schwer. Und als ihm die erste Träne die Wange runterkollt, ist es Blut. Zombie. Dringt eine Klinge durch seine Brust. What? Alter. Stanley Balls hat sich von hinten. Er geht sofort zu Boden. Und hinter ihm steht ein Fremder, Alter, der sofort die Schrotflinte an sich nimmt und alles, was Zocker bei sich hatte. Ey, wie viele Fremde gibt's denn hier eigentlich? Ihr bleibt hier drin und reißt die Tür zu und ihr hört, wie er draußen noch laut rumschreit, um offensichtlich die Zombies Leute anzulocken. Ja. Das heißt also, wir haben... Und er verlässt den Ort des Geschehens. Ich war so nah dran an einer Schusswaffe. An einer geladenen Schusswaffe. Er hat meine Waffe nicht mitgenommen. Ja, und sie ist aber leer.
Kannst du Schrauben reinmachen? Nee, können wir auch nicht. Das heißt, der Wahnsinnige, ihm wurde sozusagen Schrotflinte genommen und alles, was er sonst bei sich hatte. Der Typ hat ihn mit irgendeinem Messer, Schwert, irgendwas getötet und ist abgehauen. Richtig? Ja. Tür ist locker, liegt da. Ja. Ich renne zu dem Werkzeugtypen hin. Lebt der noch? Ja. Ich leiste erste Hilfe. Ja, also er liegt da und drückt die Buntstifte noch an seine Brust. Ich helfe dir, alter Mann. Auch. Mir ist nicht mehr zu helfen. Ich bin ohnehin zum Sterben hergekommen. Bitte begrab mich im Garten mit meinen Buntstiften. Der hätte auch gleich haben können, sage ich ihm. Da hat er einen Punkt. Okay. Da hat Geronimo einen Punkt. Das ist dir schon klar. Wir machen das, aber das hättest du auch schneller haben können. So. Gut. Ja. Wir ziehen ihn ins Grab. Ich frage ihn vorher noch, ob ich ihn looten darf. Darf ich sie looten? Während sie bluten? Darf ich sie looten? Ja, das ist doch. Was? Sie sind doch eh. Ich meine, seien wir doch mal pragmatisch. Das ist hier eine Zombie-Apokalypse, sie sind gleich tot und ich hätte gern vielleicht was Nützliches, damit ich überlebe. Bitte, hat er vielleicht wenigstens meine Stifte. Ja, ich versuche ihnen die Stifte zu besorgen, wenn ich sie looten darf und auch was Nützliches bei rumkommt. Darf ich einen Vorschlag machen? Der Typ kratzt gerade ab. Wir scheißen drauf, lassen ihn hier liegen, nehmen wir die Stifte. Auf den Typen. Alter, das ist so das Letzte von dir, ey. Ganz ehrlich, Schmorf, ey. Vielleicht klappt's ja nicht, wir können ja ein B20 würfeln. Was ich sagen will ist, wichtig ist, wir brauchen unbedingt diese Buntstifte, ist offensichtlich sehr wichtig in dieser Welt. Und alles andere, was hier noch da ist, klauen wir, lassen den Typen liegen. Also ich würde zum Beispiel die Buntstifte würde ich gerne einen meiner Kollegen anbieten. Also Zocker wird jetzt, er hat sich übrigens als Zocker vorgestellt, er wird jetzt ohnmächtig. Er liegt in diesem Grab und ist ohnmächtig. Dann kann man jetzt anfangen, ihn zu looten. Also, ich guck mal, was ist eine Frage. Er liegt im Grab. Nein. Ich war zuerst bei ihm um Hilfe, erste Hilfe zu leisten und ich sage nein. Jungs, wir erfüllen ihm seinen letzten Wunsch und werfen ihn dort ins Grab. Und ich trage ihn mit meiner Manneskraft ins Grab. Der ist schon im Grab. Er ist schon im Grab. Aber da, wo ich ihn schon von Anfang an haben wollte. Also kannst deine Manneskraft für dich behalten. Nun denn. Also ich bin ja stur. Ich klopfe den mal so ab und guck, ob der irgendwie... Darf ich sie looten, während sie bluten? Der hat ja zum Beispiel vielleicht auch noch Schrotkugeln oder so in der Tasche, die er noch nicht verschossen hat. Also vielleicht hat er irgendwas anderes, einen Schlüssel oder irgendwas Nützliches. Ich klopfe den ab und gucke, ob er irgendwas hat. Außer den spitzen Stiften. Also den spitzen Mundstiften. Wer hat ihm die denn zurückgegeben? Dann nehme ich die. Die hat er die blöden Stifte jetzt. Außer den spitzen Mundstiften und ein paar Arbeitshandschuhe. So, die nehme ich. Dankeschön. Ey, du kannst doch nicht alles haben. Ey, ihr habt euch geweigert, ihn zu untersuchen. Er hat zuerst gesagt, er durchsucht ihn. So, und was mit, willst du nur machst den Arbeitshandschuhe? Machst du auch anderes außer looten und können wir mal eine Reihenfolge machen? Ich war der Erste, der... Ich wollte ihm erste Hilfe geben. Ich wollte ihn retten. Und schon wieder kommt Geronimo Schröder und kassiert ab. Die hast du noch. Was ist denn das für ein Belohnungssystem hier? Eigentlich darf ich mal wirklich jetzt mal die Regeln dieses Spiels hinterfragen. Mein Name ist Geronimo Röder. Gute Taten. Also eigentlich höre ich dich nur diskutieren. Als Motivation was bei rumkommen. Der benimmt sich die ganze Zeit wie die Axt im Wald und wird ständig belohnt. Was kommt als nächstes? Kriegt er ein Hochhaus geschenkt? Er wird deiner Meinung nach wird er die ganze Zeit belohnt. Er ist von euch allen, ist er auf jeden Fall dem Wahnsinn am nächsten. Ja, was nun zu diesem Zeitpunkt folgende Konsequenz hat. Nicht dank dir, sondern zwar jetzt passiert was. Kannst du das moralisch so wenig mit dir vereinbaren, was ihr gerade getan habt, dass du in Ohnmacht fällst. Ha! Kann ich ihn jetzt looten? Ja, komm, jetzt klauen wir ihm die Scheiße. Jetzt gib mal her. Da ich loote ihn. Was, du bist bewusstlos? Ey, warte, das geht du nicht. Du bist bewusstlos! Okay, alles klar, mach mal. Okay, also, zeig mal Community-Karten. Die Buntstifte, ja? Die hätte ich gern. Will die jemand? Nee. Nein. Hätte ich gern. Ich nehme die Schusswaffe. Pistole kannst du gerne haben. Schön. Ist ja offensichtlich in den besseren Händen da. Die Dose ist ja alles hier, Heizplatte. Während ihr aufteilt, sage ich nur, ihr hört auch schon, dass an der Eingangstür langsam Gerüttel anfängt. Also, dann nehme ich meine Stiefel wieder. Du kannst die Handschuhe haben. Die Handschuhe brauche ich. Okay, erst Kletterer. Ja. Nachher klären wir das. Ja. So, okay. Schreib schon mal okay, wir hören ich hau. Motzi. So. Hallo? Ja. Ich hau dem Idioten, hau ich jetzt irgendwie in die Backen, damit er wach wird. Warum das denn? Klappt nicht. Er kommt nicht so schnell wieder zu sich. Okay, ich checke kurz, weil auch wenn er mich nervt, möchte ich nicht, dass er stirbt und überprüfe seine vitalen Organe, ob er lebensgefährlich verletzt ist. Wasserflasche vielleicht? Ins Gesicht? Nein. Könnt ihr probieren. Also, ja, aber mach sie vorher auf. Zunächst mal. Nee. Ja, warte mal, gibt es nicht medizinische Kenntnisse? Doch, medizinische Kenntnisse, derer habe ich. Doch. Medizin gibt's halt. Wunden ja, genau. Versorgen, Medizin. Nee, Medizin ist hier bei Geistige. Ja, würfel mal auf Medizin. Ich habe zwei. Ah, nee, kann ich nicht. Ich hab zwei. Warte, mach ich. Ich muss ich immer. Ach ja.
Was hast du da für einen Wert? Nichts. Okay. Aber hallo, ich habe doch gerade schon versucht, ihn wach zu machen. Ja, nee, er will ihn nicht wach machen. Er will einschätzen, ob er verletzt Deutsch. Ist. Also, ja. Du hast quasi einen wehrlosen Mann geschlagen. Ja, zärtlich. Chris Tucker. Also du denkst, er ist zumindest verletzt. Jetzt körperlich oder? Ja, du denkst, er ist körperlich verletzt. Er ist körperlich verletzt, denke ich. Okay, draußen sind Zombies. Fuck it. Hier ist jetzt Themawechsel oder was? Ich habe ja gesagt, er ist körperlich verletzt. Müssen wir nicht irgendwas dem Herr Röder wird's gut gehen. Haben Sie ihn in die stabile Seitenlage gegeben? Ich hätte hier noch ein bisschen Wasser. Können wir ihm ins Gesicht? Ja, gib ihm ein bisschen Wasser. Spritz, Spritz, Spritz. Das brauche ich nicht. Hat das funktioniert? Er kommt nicht wieder zu sich. Also er reagiert drauf. So, ich habe die kostbare Wasserflasche jetzt aber auch. Aber er kommt nicht zu sich. Herr Röder, ey, der geht mir auf die kurze, Eier. Kurze Frage, wir sind draußen noch, ihr seid noch im Hinterhof. Okay, ja. Gibt es irgendwo von dort noch einen Weg woanders hin? Weil an der Eingangstür sind fucking nochmal Zombies. Also ihr könntet es theoretisch über den Zaun aufs Dach schaffen. Ah, klettern. Komm, mach auf, klettern hier. Hm? Schnack, schnack. Oh, nicht wieder auf dem Dach. Seid ihr sicher, es ist eine gute Idee? Das macht der Woody, naja, der macht Zombies können da weniger gut hochklettern. Dach, die Frage ist, ob wir den Röder hochschleppen oder nicht. Er muss erstmal eine Lage sich. Ja, ich kletter mal hoch. Verschaffen. Ich kletter mal hoch. Okay. Ich kletter hoch. Mal, würfel mal auf Klettern. Es ist mit dem Zaun doch relativ leicht. Bist du eine Sauber, jemand, den man braucht, der irgendwo hinfällt? Und was erleichtert? Um 6. Das ist schon sehr einfach. Okay. 2. 16. Ich habe hier 5. 11. Also das heißt, gerade geschafft. Noch einen. Und 9. Hab's geschafft. Okay, ja, du kommst drauf. Du stehst auf dem Dach. Was sehe ich vorne vor der Eingangstür? Vor der Eingangstür siehst du mindestens 6 Untote. Also du könntest dich weiter rüberbeugen und würdest wahrscheinlich dann die Tür noch sehen. Ganz kurz, was hast du gedacht, was da sein wird? Ja, wenn da einer ist, und dann ansonsten was siehst du jetzt erstmal, also du siehst nur durch so Ritzen eben in diesem Vordach. Es könnte noch mehr sein. Das ist jetzt so dein erster Einschätzung. Okay, das ist schon mal kein guter Weg. Ja. Was siehst du noch? Ja, ich suche einen Ausweg, den safesten Ausweg, um da wegzukommen. Also du könntest auf jeden Fall mit einem brauchbaren Sprung, der jetzt keine große Herausforderung wäre, aufs benachbarte Dach gelangen. Schmoo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 o
Wie sieht's aus? Alles okay? Dann mach du die Tür auf. Kannst du das Tischfeuerwerk sehen? Zombies sind weg, ich komme wieder runter. Wie schön ist das? So, ich komme runter, ich habe Überlebenstechniken plus 5 und ich versuche den Horst aufwachen. Was willst du denn immer mit deinen Überlebenstechniken? Das hat doch nichts damit zu tun. Also Überlebenstechnik ist kein Wurf auf Wachmachen, nee. Nee. Außerdem, Kampfsport? Ich erlaube euch nicht mal einen Wurf, weil ihr habt es versucht, es hat nicht geklappt. Es soll wohl nicht sein. Ich habe sogar Wasser. Es darf. Also, ihr könnt halt nicht alles 10-mal versuchen, bis es irgendwann schafft. Achso, ja, wer weiß. Überreden auch nicht. Ne? Ey, wir sind doch drei. Wir können ihn tragen. Okay, kannst gerne versuchen, ihn zu überreden. Ihn überreden. Mach komm, mach doch raus. Kann ich allen noch bewussten Leuten allen geben, dass die mal zuhören? Zombies sind weg. Es ist eine sehr günstige Gelegenheit. Wenn du jetzt aufhören würdest, von oben dem Dach versuchen, dem Herr Röder zu helfen und du anfangen würdest, irgendwas zu machen, dann könnten wir diese Tür aufmachen und raus. Ich habe gerade das Tischfeuerwerk identifiziert. Ja. Okay, entschuldigen Sie. Das war mir nicht bewusst. Gut. Wir beide, wir sind die Stärksten und wir haben einen Plan. Deswegen tragen wir den Herr Röder, auch wenn wir ihn nicht mögen. Und du machst uns von der anderen Seite die Tür auf. Ich wollte nur diesen Vorschlag mal machen. Schmorf, das ist das Beste, was du heute gesagt hast. Ja, weil ich ausreden durfte. Ja, machen wir. Hauke, nicht immer im Internet lesen, Mann. Was du? Also, ihr möchtet gehen. Ja. Er hat doch gerade einen kompletten Plan skizziert. Warum musst du da nochmal nachfragen? Weil er das immer macht, um uns zu verunsichern. Ja, ja, genau. Ihr geht aus der Tür. Mit Geronimo Röder. Im Schlepptau. Ja, wir tragen ihn. Genau. Und es gelingt euch. Ja, natürlich. Okay. Ist ja nix. Wir sind bis jetzt ist nicht so viel gelungen. Wir haben in diesem Werkzeugladen absolut nichts entdeckt, gefunden, außer dass wir ihn verloren haben. Sehe ich das richtig? Bis auf das Zeug, das euch wieder abgenommen wurde halt, ja. Ja, meine ich ja. Also plus minus null. Schröder. Röder. Plus minus Röder. Eher minus Röder. Minus Nein, Röder. Ihr habt, aber ihr habt immerhin spitze Buntstifte. Stimmt, wir haben die Spitze. Wir haben schön aufgeteilt. Du hast eine Pistole, was willst du denn eigentlich? Ja, ja gut, aber die können sie später gerne haben. Aber ich weiß, wie gerne sie mal. Wir gehen wieder zurück zum Ziel. Also, wir gehen wieder die Straße zurück und auf die Hauptstraße, um dann wieder Richtung Auto zu wandern. Okay. Ihr kommt wieder an der Kreuzung an und könntet jetzt rechts quasi in Richtung, wo die Garage sein soll, oder links in Richtung des Hauses zurück, von da ihr gekommen seid. Wobei ihr sagen müsst, offensichtlich kommen von da jetzt wesentlich mehr Geräusche. Aus der Hausrichtung? Ja, und ihr seht auch zumindest, dass da Tumult ist. Ab und zu rennen Gestalten vorbei, ihr könnt nicht genau einschätzen, was ist. Aber ihr braucht keine Genies zu sein, um zu verstehen, von da kommen die Gestalten in die Stadt. Ja, komm. Ja. Ich musste gerade, im Tweet war sehr lustig, weil stimmt, Geronimo Röder ist der Einzige, der sich ständig vorstellt und trotzdem der Einzige, dessen Nachnamen falsch ausgesprochen wird. Hallo, ich bin Geronimo Röder. Das ist schon deine Catchphrase. So. Na gut, schön, dass ihr noch dabei seid. Ja, schön, dass ihr noch wach seid. Ab zum Sportwagen. Ab zum Sportwagen. Wir rennen, oder? Rennen wir? Laufen wir? Schleichen wir? Mit ihm im Schlepptau. Tatsächlich kommt der gute Herr Röder in diesem Moment wieder zu sich. Okay, ich lasse ihn in dem Moment fallen. Ich auch. Also ich lasse ihn nicht fallen, ich lasse in dem Moment los, wo ich merke, er kann wieder alleine laufen. Okay, du schlägst etwas unschön auf dem Boden auf, aber dir passiert jetzt nichts weiter. Es ist eher so ein Ruck. Du kommst wieder zu mir. Nee, ich finde, wir sollten schon würfeln. Entschuldigung. Du merkst halt sofort natürlich, dass dein Rucksack leer ist, dass die Waffe weg ist. Das waren die Zombies. Dass die spitzen Buntstifte fehlen. Ja. Fehlt alles. Du wirst nicht glauben, was passiert ist, wenn du ohnmächtig wurdest. Ich sag, Jungs, ich bin ja nicht blöd. Ich würde gern von den Leuten, die mich hier beklaut haben, mein Zeug zurückhaben. Ich gebe zu bedenken, wir sind auf dem Weg zu meinem Auto. Zu meinem Auto. Du hast keinen fucking Führerschein, wenn die Polizei kommt, mein Freund. Geronimo Röder, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Da also kamen diese vielen Zombies, ich weiß, die alle mit meinem Schraubenzieher getötet haben. Einer von ihnen hat sich deine Pistole geschnappt. Ich höre ihm zu. Er sagt das. Ich habe Menschenkenntnis, habe ich 10. Ich möchte gerne mal checken. Was habe ich bei Lügen? Ob ich. Ob ich deine Lüge durchschaue. Während die beiden labern, laufe ich weiter. Du willst weitergehen? Ich habe Lügen plus 2. Ich rufe noch, ey, hört auf zu diskutieren, lass das erstmal fucking nochmal zum Sportwagen. Ja, okay, ich komme danach zu meinem Sportwagen. Ja. Hast du einen Schlüssel für deinen Sportwagen? Ja, klar. Herr Röder, ich gebe Ihnen gerne eins von diesen drei Sachen, die Sie haben. Ja. Die haben gehört. Die eigentlich gehört. Die Wanderstiefel, die waren ja auch schon mal mir. Ich nehme die Wanderstiefel. Warum? Ja, weil ich du hast mir gerade angeboten. Ich nehme sie. Ja, aber die Buntstifte wollte ich nicht haben. Ich ziehe die an und jetzt sage ich, okay, offensichtlich waren das keine Zombies. Ich hätte gerne meine Gegenstände zurück. Das sage ich in einem sehr ruhigen. Nein, nur ich habe. Ernsthaften Ton. Geronimo. Hätte ich gern das, was mir entwendet. Wir sind zu viert hier unterwegs. Das ist ein Zeichen. Du kriegst die fucking Handschuhe. Hier ist die Pistole, ich gebe sie dir wieder. Ich war mir nicht sicher, ob du nochmal zurückkommst. Vielen Dank. Und in der Zeit dachte ich, war es schlau, die Pistole an mich zu nehmen. So. Wie wär's denn? Geronimo, ich würde ganz gerne diese Handschuhe behalten, weil ich im Kampfkunst extrem gut bin. Ja. Und ich habe fucking nochmal, während du diese Scheiße da flankiert hast, einen fucking Zombie kaputt gemacht. Und schau dir meine Hände an.
Schau dir meine Hände an. Ja. Du kriegst sie gerne wieder zurück, nachdem ich dir erneut wieder deinen scheiß Arsch gerettet habe. So. Das ist ein Deal. Ich erleihe sie dir. Dankeschön. Lass uns jetzt noch fucking nochmal weitergehen! Also, ja. So, ihr geht weiter. Ist dir gut oder brauchst du Hunger? Ich will mal kurz gucken, ob ich noch alles hab. Ja, also ich stehe weiter und gehe Richtung meines Sportmanns. Ich keine Belohnung dafür, dass ich so nett bin? Vielleicht am Ende. Also, was sagst du? Du stehst auf und ihr geht einfach so. Richtung des Sportwagens. Alles klar. Wir werden ja nie weitergehen. Während ihr die Straße entlang geht, hört ihr plötzlich ein Wimmern aus einer Gasse. Das ist bestimmt wieder so ein Heuler. Lass uns schnell weitergehen. Nee, es hört sich an wie das Wimmern eines Kindes. Ah, so, ich möchte. Hallo! Sind es deine Buntstifte? Svea? Einfach nur so. Ja! Du hast dir wirklich den Namen gemerkt? Svea! Ja! Svea, wir sind da. Wo bist du? Dein Vater schickt uns. Ich bin so allein. Ja, komm, wir gehen hin. In Zombie-Serien immer das Schlimmste, wenn also, Kinder plötzlich. Ich hab fucking nochmal zugehört! Welcher Mensch merkt sich denn eine fiktive Person, die so unwichtig ist, 20 Minuten bevor sie wichtig wird? Ich gehe zu Svea und sage, Svea, du kannst jetzt mit uns mitkommen. Ja, also Moment, die Kleine, das vielleicht erstmal demokratisch entscheiden? Ja, ich würde auch gerne, ich finde es nicht die beste Idee. Geht ihr jetzt alle in diese Gasse oder was passiert jetzt? Das freut mich so. Budi ist wie immer, also ich meine, hier Z, ist natürlich schon vorgelaufen. Wie immer. Und wir stehen da, bedröppelt, er sortiert, er will immer noch seinen Scheiß, ich drücke ihn mehr oder weniger. So, jetzt hören Sie mal auf, Herr Röder. Und ich schreie rein, ist das die beste Idee? Wir sehen es genauso. Nun, wir gehen erstmal hin, um uns ein Bild zu machen von Svea. Ich gehe nicht da rein. Ich gehe da hin und gucke, ob sie, weil sie redet ja noch, und ich versuche auszumachen, ob sie blutige Tränen, Flüssigkeiten, die Wange hinunterlaufen hat. Okay, nee. Beisen. Also auf den ersten Blick würdest du sagen, nein. Dann, blutest du sie. Herr Röder, Sie wissen was? Ich hab meine Mama verloren! Svea. Nein, Svea, das ist nicht ganz richtig. Svea. Du hast auch einen Vater verloren. Der wurde eben abgestochen im Werkzeugladen. Aber das konntest du nicht wissen. Aber wir informieren dich gerne. Wie alt ist Svea? Svea, so 8. Ja, Svea, darf ich Sie kurz ansprechen? Ich rufe zu euch, weil ich bin ja nicht drin. Checkt mal nach, ob sie gebissen wurde. Oder er hat doch schon gecheckt, dass sie nicht heult. Deswegen ja, wurdest du gebissen. Nee, die Aussage war, es sieht okay aus. Wir haben es hier mit einem Virus zu tun, der so plötzlich aus jemandem in eine Gefahr macht. Und da akzeptiert ihr einfach, dass Svea, dass der Röder sagt, alles okay. Svea, wurdest du gebissen? Nein! Oder infiziert? Nein! Lügt euch so! Lügt euch so! Richtig! Wurdest du infiziert? Ja, okay, ich glaube ihr. Geht zu Svea und versuch beruhigend auf sie einzureden und ihr zu sagen, dass sie keine Angst mehr haben muss. Okay, würfel mal auf beruhigen. Scheiße, gibt's so eine Eigenschaft? Ja, das hättest du nicht gedacht, hä? Gibt's schon was? Ja. Hast du sie überhaupt? Habt ihr alle nicht genommen, das ist eine der besten Eigenschaften. Ich hab fast alles. Erzähl doch nichts, beruhigen hab ich einen. Nee, damit könnt ihr euch geistige Gesundheit zurückholen. Nee, beruhigen hab ich null. Ich hab eins. Ich beruhige sie. Lasst mich vor, ich beruhige sie. Ich hab 5 erschwert, du bist halt echt ein totaler Trampel. Lass mich doch. Gut, du scheuchst sie nur noch auf. 2. Okay, du musst auch mal gucken, was du überhaupt würfelst. Ach so. Charisma, nee, Charme. Ja. Scheiße, da hab ich ja gar nichts. Ja, eben. Hier ist jetzt zum Untergang verurteilt, diese Geschichte. 20! Du tötest sie aus Versehen beim Trösten. Ja, weiter. Sie umarmen. Okay, du nährst dich schwer und möchtest sie beruhigen. Dabei fällt dir deine Waffe aus der Tasche. Oh. Du hebst sie auf und zeigst sie. Du musst keine Angst haben! Es ist alles gut! Und Sven. Okay, ich gehe hin und versuche sie jetzt noch zu beruhigen mit dem Malus, den ich durch Geronimo Röder bekommen habe. Ja, nee, wirklich, das ist aussichtslos. Sie ist jetzt nicht mehr zu beruhigen. Sie heult wirklich sonst was. Moment mal. Es sind 2 Leute, die gerade nichts tun in der Situation. Was tust du? Ich stehe weiter draußen. Okay. Super. Bin der Meinung, das ist eine doofe Idee. Gibst du mir die Buntstifte bitte? Würde ich dir gerne geben, wurden mir geklaut. Ja, die hat irgendwer. Wer hat keiner die weiß. Die Buntstifte hat Schmorf. Die Buntstifte. Schmorf hat die Buntstifte. Die Buntstifte. Ich hab die, sag's nicht zum Röder. Aber ich gibt die Buntstifte schwer. Mhm. Röder bitte. Sieht, wie die Buntstifte den Besitzer wechseln. Plötzlich tritt eine Gestalt aus dem Schatten. Ich werd immer schlechter. Und zielt mit einem Bogen auf euch. Ja, hä? Wären sie einfach weitergegangen. Ich mir den Bogen. So, Jungs. Sofort die Rucksäcke her. Und die kleine Svea steht sofort auf, wischt sich den Rotz ab und geht zu... Alter, das war ein Fake. Unglaublich.
die einfachsten apokalyptischen Tricks und ihr fallt drauf rein. Okay, ich, der Typ ist, das kleine ist einfach rausgedreht in den Flur oder was? Nee, der stand in diesem Gang die ganze Zeit. Ja, niemand hat mal gesagt, hey, ich durchsuch mal den Gang oder schau mich mal um, sondern nur, hey, das ist Svea. Nicht mal du. Ich pack Svea. Eddie wollte das nicht mehr. Also ich pack nix Svea. Da, Svea ist schon weg, die ist schon bei dem Typen. Ey, die so ist schnell oder was? Auf wen zielt der Bogenschütze? Auf euch. Ja, der kann nicht auf alle vier gleichzeitig zielen. Er zielt auf dich. Ist dir lieber? Ja, 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 weil ich, ey, komm, der zielt nicht auf mich. Zieh doch mit der Waffe zurück, er weiß ja nicht. Der zielt nicht auf euch. Ja, der zielt auch nicht auf mich. Ich verhöhne den Bogenschützen von hinten. So oder so zerhöhne ich der Knarre auf. Ja, schieß doch. Dann, okay. Darf ich nicht? Was war ja mein Plan, aber wenn der auf mich zielt. Mach ich doch gerade. So, pass auf, okay. Ich nehme meinen Rucksack, tu so, als wenn ich den so abstreife und ihm gebe. Dabei nehme ich aber die Waffe raus und zack, ziel auf ihn. Alter, das gibt's doch nicht. Du weißt, dass die Waffe nicht geladen ist. Okay, ja, aber er nicht. Weiß das nicht. Okay, oh, das wird nicht, er ist auf jeden Fall sichtlich verunsichert. Ha. Okay, und dann sage ich ihm, pass auf. Das ist der Moment. Hier muss niemandem was passieren. Wo wir wollen Stunde dich nicht erschießen. Stanley Balls du hast auf uns hat. Geschossen. Lass uns das regeln wie Menschen, dann wird hier niemand verletzt. Nicht klar, echt? Also er fängt sichtlich an zu zittern. Es scheint zu funktionieren so. Ja. Okay, okay, macht euch einfach davon, dann passiert hier keinem was. Nein! Denn Stanley Bulls schnappt sich sein Kuck. Okay, warte, bevor du dumme Dinge tust. Du bist mindestens 3 Meter von ihm entfernt. Ja. Er hat einen Bogen. Das sind 3 Runden. 3 Meter. Das sind 3 Runden. Bevor du bei ihm sein wirst, wirklich, du musst keinen Strategen töten. Ja, Bogen runter, oder? Nee. Bogen runter, sagt der Nils. Hallo, okay, pass auf. Also, weißt du, selbst ein Affe würde den Bogen nicht runternehmen. Denn wenn er ihn erschießt, lässt er los und er ist tot. Ich versuche ihn zu beruhigen. Das ist, ja, okay. Hallo, ich versuche. Es ist eine Pattsituation. Ich versuche ihn zu beruhigen. Okay, kannst du machen. Naja, um einen Bogen abzuschießen, musst du ja schon nach hinten loslassen. Naja, nee, er hat ihn ja schon. Er ist gespannt. Ja, okay, natürlich ist er gespannt. Nee, er hat stört, hält hier so den Bogen. Kann er den Bogen sagt, nicht mehr. Na gut, ich behaupte, es wäre. Unrealistisch, das ist aber na, gut. Ich versuche ihn zu beruhigen, ich mache einfach mal, ne? Ja. Okay. Ja. Aber um 5 erschwert, das ist halt echt eine Tasse. 5 erschwert, ich habe verloren. 17. Okay. Würfel noch zu Ende? 16. 7. Okay, versuche ihn zu beruhigen. Lass uns reden. Lass uns erstmal reden. Das ist der ganze Trick. Gut. Lass uns reden. Auf gar keinen Fall. Jungs, macht euch einfach davon. Wir wollen auch keinen Ärger. Wir wissen alle, dass es dringend ist. Wir brauchen den Scheiß. Aber geht einfach, geht! Ich rufe in die Gasse, kommt jetzt endlich raus. Lasst die Leute Leute sein. Nicht ohne diesen Bogen. Wenn du mir den Bogen besorgst, gebe ich dir vielleicht eine Pistole. Wirklich? Vielleicht. Ach, obwohl du sie mir eigentlich geklaut hattest. Aber du hast sie mir zurückgegeben, deswegen würde ich sie dir vielleicht geben. Du bist davon nicht begeistert. Aber warum? Ich weiß gerade nicht, ob ich euch sagen soll, wie dumm dieser Plan ist oder ob ich euch es einfach tun lassen soll. Aber das was denkst du, weißt du, meine Mama hat früher oft zu mir gesagt, Hauke, was dachtest du, was dabei rauskommt, wenn ich Scheiße gebaut habe? Ein Bogen. Was denkst du, was ist so das optimalste Ergebnis, das du erzielen kannst? So? Was ist so das optimalste Ergebnis? Ein Pfeil in deiner Fresse? Ja, und er weiß, dass ihr, Moment, dass ihr keine Knarre habt. In seiner Fresse? Ich hab doch schon abgetraut, ja, ich dachte, er ist schon tot. Macht was also, immer. Ich hatte ihm ja gesagt, ich gehe zu Schmorf. Ich gehe mit Schmorf zurück. Und dann frage ich ihn aber, wo hast du eigentlich den Bogen her? Gibst du den? Verschwinde einfach, Mann. Verschwinde einfach. Also er ist nicht bereit, mit dir zu kommunizieren. Über seine Bogenfolge. Okay, ich möchte nur festhalten, wenn wir jetzt einfach gehen, dann hat dieses ganze Event einfach nur eine halbe Stunde gekostet, ergebnislos. Ja, wie das Dixi-Klo halt. Wenn er nicht drauf reingefallen wäre. Nee, da haben wir eine Knarre gekriegt. Nils hat eine Knarre gekriegt, ja. Ja, immerhin. Ich mein, und wenn ihr nicht drauf reingefallen wärt, was wäre dann gewesen? Wie, wenn wir nicht drauf reingefallen wären? Hättet ihr nicht in die Gasse gegangen, hättet ihr gesagt, wir durchsuchen die Gasse. Ach, du meinst, hätten sie alle auf mich gehört? Verdammt, das wäre dann wären wir jetzt schon im Auto. So herzlos soll mal einer sein. Da ist ein weinendes Kind und Magie. Gut, in einer Welt, in der die Bösen weinen. Lass uns mal kurz ohne den Game Master sprechen. Ja. Hör mal kurz weg, Hauke. Mhm. Ich werde hier wahnsinnig. Weiß ich auch. Wir gehen zurück. Mhm. Ja. Also schleichen wir uns wieder an. Ja, ich ist so dumm. Und dann haben wir die gleiche Situation. Ja. Und er ist überrascht. Ne? Pass auf, nein, gehen nicht ohne diesen warten, Bogen. Wir warten, bis das Kind wieder rauskommt, um sich als Falle wieder neu aufzustellen. Und dann machen wir es gleich nochmal noch besser. Ey, Simon, hier Schmorf. Ja. Ich bin ziemlich gut mit Maschinen. Wir haben einen Bogen. Wir können einfach allein zur Garage. Ich schließe den Wagen eben, kurz. Ey, wir und wir fahren Bogen, einfach in Urlaub. Ey, das ist eine gute Idee. Wir brauchen irgendwie diesen. Ey, das ist Diebstahl. Sollten Sie noch einmal. Nee, ihr habt das gar nicht gehört. Also er ist draußen in der Gasse bei mir und mir. Er sagt gerade nicht den Autoschlüssel. Hallo, ich bin fucking Mechaniker. Kann kurz deine Mutter ist Mechaniker. Du bist Bergsteiger. Nein. Noch alles. Hochseiltänzer war das, gell? Er kennt sich auf jeden Fall mit Höhe aus. Ja, dann ist der Autoknacken kein Problem. Also tanzt es auf. Geronimo Röder nimmt diese erneute Spaltung, die durch die Gruppe siehst getrieben du, wird. Siehst du, Schraubenzieher, durfte ich ja nicht.
Was mit dem Schraubenzieher? Da schreibt einer, da schreibt, Bulliamin schreibt, wirf den Schraubenzieher. Ja, stell mal vor, das geht schief. Wie gut ist dein Talent Wurfwaffen? Also bevor du dir immer solche Entscheidungen triffst, hinterfrag mal deine eigenen Fähigkeiten. Eins. Meinst du, dass ein 3-Meter-Wurf mit einem Schraubenzieher auf jemanden, der mit einem Bogen auf dich zielt, mit einem Schraubenzieher, der noch in deinem Rucksack ist? Ey, wir haben gar nicht gefragt, vielleicht war hat er ja gar keine Munition. Wie bei dir mit Bogen. Pistole, vielleicht hat er einfach nur den Bogen gespannt. Oder er ist gesichert. Das kann sein. Der hat uns mit einem leeren Bogen reingelegt. Na, Hauke, kannst du noch? Oh. Ja, komm. Ey. Ja, okay, pass auf. Würfel mal auf Waffentechnik. Du könntest ja jetzt eben auch sagen... Okay, du siehst, das ist ein Pfeil im Bogen. Du könntest ihm ja auch sagen, pass auf, Digga, wir sind hier zu viert. Du hast nur einen Pfeil. Also, ich will euch gar nicht groß unterbrechen, aber die Situation zieht sich gerade länger, als er sie wahrscheinlich tolerieren würde. Dann rück doch einfach den Bogen raus, dann können wir weiterziehen. Es ist eine Pattsituation. Ja. Weißt du, du verhandelst mit jemandem, der nichts zu verlieren hat, außer seinem Leben. Das ist ja nun nicht so wenig. Genau, ja, genau, das ist der Punkt. Darf ich kurz? Warum sollte er also zurückweichen? Können wir nicht? Okay. Naja, aber dann überlebt er ja. Er überlebt auch so. Wenn ich aber doch nicht, wenn ich ihm. Auf 3 Meter entfernt. Die Diplomatie des Jerome Röder war sehr erfolgreich. Er zieht sich zurück, wir ziehen uns zurück. Na, ihr, also ich, einer von euch möchte scheinbar noch Schraubenzieher schmeißen. Ich zieh mich zurück, ziel 3 Meter, das ist viel zu weit. Ich werfe immer nur 50 Zentimeter. Okay, du darfst versuchen, deinen Schraubenzieher zu ziehen. Okay. Nein, probier. Denn hinterher, ich reiß das wieder raus. Wenn er sich beschwert, dass du geworfen hast, sage ich, das war ein Versehen. Wirklich. Der zieht mit dem Bogen auf dich, ne? Ja, eben, deswegen. Nein, wir lassen das. Komm, ein Vorschlag noch. Kann ich jetzt diese Buntstifte vielleicht dem Mädchen geben, um so zu zittern? Sie ist schon weit weg, du müsstest halt in die Gasse gehen. So. Nee, dann behalte ich sie. Vielleicht kannst du sie werfen. Also, er wird es garantiert schaffen, ihm damit die Augen auszustechen. Ja, aber man könnte es ja machen, man könnte ja so tun. Hier wollen sie die Buntstifte. Weißt du? Nein. Nee. Wollen sie die vielleicht haben? Bam, an die Wand genagelt. Es sind immerhin spitze Buntstifte. Na gut. Okay, mein Navy Seal kann ich mal 3 Meter weit werfen. Er kann leider wenig. Ich habe nicht gesagt, du darfst nicht werfen. Ich sag nur, was du davor hast. Die werden wohl die Erfolgschancen, wenn du mir so einen Satz sagst. Dann kommt Malus minus 20. Ja, natürlich. Der Typ steht in der Tür. Wie oft hast du in deiner Ausbildung Schraubenzieher geworfen? Spielleiter. In der Bogentyp steht in der Tür, ne? Hörst du überhaupt zu? Ja. Der Typ steht in der Tür, ne? Nee, nicht eine Tür. In der Tür, sag ich. Oder wo steht der? Das ist keine Tür. Wo steht der denn? Der kam hinter einfach quasi... Der kam einfach aus einer Ecke raus, sozusagen. Ihr habt die Gasse nicht hinterfragt, wie sie aussieht. Ach so, aus der Gasse. Er war in dieser Gasse schon. Ich hinterfrage hiermit die Gasse. Okay, die Gasse endet in einer Art T-Kreuzung. Gut, das wollte ich nur wissen. Da schreibt doch jemand, ihr seid ganz große Gasse. Nee, es war ein Witz von mir. Er schreibt, war ganz gut. Gell? War gut, ja. Können wir jetzt das Thema abhacken? Ja, er geht seiner Wege, wir gehen weiter. Geile Falle, ja, hast endlich. Du gemacht. Mhm. Also, so. Richtung Auto. Tschüss. Okay, du möchtest also auch aus der Gasse gehen. Ich gehe auch aus der Gasse. Können wir bei der nächsten Geschichte einfach weitergehen vielleicht? Ja. Das nächste Geräusch, das ich sag's echt ungern, aber er hat von Anfang an die Falle gewittert. So. Ja, natürlich, Kind in der Gasse. Wir gehen weiter. Gut. Okay. Es war nicht fair. Euer weiterer Weg verläuft relativ problemlos. Nice. Was? Euer weiterer Weg verläuft relativ problemlos. Während wir diesen Weg problemlos gehen, sage ich zu Schmorf, sag mal Schmorf, bist du eigentlich sicher, dass du ruhig schlafen kannst, wenn du meine Gegenstände besitzt? Dankeschön. Komm, Neon und Scheiß kannst alle haben. Ich hoffe, dass dich das Tragen deinen Rücken komplett zerstört. Wie viel hast du da jetzt? Ja, aber du gibst mir halt viel Dreck. Wie viel hast Nils du da? Nils hat alles. Hm? Nils, wie viel hat alles. Hast du da? 1, 2, 3, 4. Hier, fünf, ganz kurz, 6, Nils. 7, 8. Hier. Also, hier es passt noch, nicht alles meine in deinen Hose Rucksack. Noch. Kannst auch meine Hose, jetzt glaube ich nackt rum, damit du alles hast. Dadurch haben wir alle Moral. Also nehmen wir jetzt mal im Ernst. Ja, also, alle das ist zu viel. Das passt nicht mehr in deinen Rucksack. Die Schuhe habe ich an. Ja. So, dann habe ich die Pistole, habe ich am Gürtel, Klebeband. Wasser, die Heizplatte, die hab ich guck, mit dem Typ in den Bogen, weißt du? Die zielt auf uns und stehen da vier Vollidioten. Gib mindestens zwei Gegenstände. Kannst du sagen, drei mit Little Pony Rucksäcken und einer mit Batman-Rucksack. Du kannst auch gerne das Wasser trinken und das einer zittert die ganze Zeit am Schraubenzieher. Ich hab noch nichts gegessen. Lass mich ihn abstechen, Das ist ja für die Gruppe unfair. Was haben die anderen denn? Lustig über uns. Das wird der beste Film der Welt. Ich esse jetzt ein Stück Pizza. Okay. Es passiert wirklich auch nichts in diesem Film. Ich fühle mich jetzt gut genährt.
Und dann wert für euch denn am wenigsten. Vielleicht kann einer. Hallo, Simon, das wäre geil. Vielleicht kann einer alles von euch einen Comic malen. Vielleicht das wäre geil. Das visualisieren, ja, was wir erlebt haben. Das Abenteuer visualisieren. So, weiter geht's. Jetzt geht's aber erstmal weiter, bevor das super. Ja, das visualisieren versuchen wir erstmal. Fände ich ganz geil. Kommt gleich. So, weiter. Ihr kommt an der Garage an. Ja. Ihr seht vor der Garage, wie der Fremde, der eben Zocker abgestochen und euch die Sachen abgenommen hat, die ihr gefunden habt, mit seinem Gewehrkolben einen letzten Zombie vor der Garage zu Brei hämmert. Wie weit ist er entfernt? Mindestens noch 30 Meter. Also ihr seid wirklich, kommt um die Ecke und seht sie gerade. Von der Entfernung würde ich nicht zu, nee. Er rennt in die Garage und zieht das Tor zu. Da wo. Eine Leiter führt an der Seite des Gebäudes nach oben. Das Tor ist bisher nicht verschlossen scheinbar. Und es gibt einen Hintereingang. Und hier gehen wir in die Werbung. Nein! Und ihr dürft natürlich entscheiden, welchen dieser drei Wege unsere Jungs jetzt nehmen. Hey, warte mal, wieso können wir uns denn nicht aufteilen? Ich nach oben, zwei vorne, lenken ihn ab, einer hinten und dann haben wir ihn noch. Ja, lass uns ja, das war's, stimmt, wir lassen das einfach mit der Abstimmung. Weiter geht's. Danke, sabotiere ruhig unsere eigenen Abenteuer. Toll, Buddy. So, trotzdem dürft ihr jetzt abstimmen. Die Abstimmung lautet, welchen Weg sollen die vier nehmen? Die Leiter nach oben, durch das Tor oder den Hintereingang? Ich weiß, was du nehmen würdest. Ja. Alles klar. Und wir gehen damit in die Werbung und das wird ganz super. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss.